der beschränkten Sichtweise jetzt natürlich nur beurteilen, ne? Ah, Game of Thrones Feeling. Immer hier bei der Burg. Und natürlich Herr der Ringe irgendwie. Rohan. Also diese. Ich habe keinen Puffer an. Keine 5 seit Stunden. Naja, liegt halt an der Zeit, ne? Wenn ich nachts streame, scheint alles zu laufen. Aber dann sind halt auch nicht so viele da. Was ich halt voll schade finde. Ich überlege echt, ob wir durchmachen, also, ob ich noch mal Pause mache. Einfach weiter zocken die ganze Zeit. Das Spiel macht einfach Laune. Findet ihr nicht, dass euch das erinnert euch das nicht ein bisschen daran, wo man quasi den König das erste Mal sieht? Beziehungsweise auch. In so herrlicher Natur. Ja, tolle Möpse. Ich rede von dem Kreischling. Der verwüstet gerade den Bauern die Stelle. Spinnst du? Haben wir uns hier einen Helden eingefangen? Will der den Kreischling retten? Den Pöbel retten. Wenn der Pöbel euch kein Essen mehr liefert, dann ist es wieder der böse Pöbel. Wie kann ich helfen? Was hast du im Angebot? Ich brauche eine Rüstung. Schema-Jägerhandschuhe. Aber bisher kann er nichts, ne? Das kann der bestimmt nicht. Ach doch, guck mal an. Aber das macht halt wieder nur Rüstung hoch und nichts von den Skills und so. Das finde ich halt scheiße eigentlich. Den können wir nicht anlegen, den haben wir schon gemacht. Das bringt uns alle nichts. Schatzjäger Gambeson. Ich dachte, ich hätte schon viel mehr Sachen irgendwie, aber scheinbar nicht. Echt komisch. Reparieren. Was? Die Schwerter haben auch schon wieder ganz schön gelitten, ne? Wenn ich die repariere, kriege ich dann auch mehr Kohle dafür? Wenn ich die dann nachverkaufe oder wie sieht es aus? Ist das eher nicht so? Muss man sich das vorstellen? Verbesserung entfernen? Auf jeden Fall. Können wir wieder rausnehmen, die Dinger. So. Hexenjägerschwert. Achso, das sind die, die ich verkaufen wollte, ne? Dann handel mal mit mir. Wie krieg ich denn dafür? 141, ey. Gar nicht mal wenig. Was er dafür springen lässt. Ach, ich weiß auch nicht, mit dieser Hose, ey. Machst der miese. Okay. Nee, da klar liegt's nicht an dir. Das hätte ich auch nicht vermutet. Liegt dann immer, liegt dann mehr oder weniger immer an der Twitch-Seite. So, verkauf das Ding. Die ganzen Bücher können wir nur an Händler verkaufen, glaube ich, ne? Den ganzen Stuff, den will er nicht. Kann ich auch verstehen. Es ist eine Menge Schrott dabei. Goldring. An Händler. Die geben dann aber mehr wahrscheinlich dann, ne? Der lässt sich halt nicht verarschen. Lebwohl. So. Maximalstufe 70. Boah, das kann ja noch echt noch ein Stück dauern, ne? Wenn man mal überlegt, wie viele Spielstunden ich jetzt schon hier drin habe. Oh, hör auf, über Essen zu reden. Wie mies ist das denn? Ja,
Ja gut, dann sagen wir erstmal Barönchen, hallo. Und versuchen uns nochmal eine Runde. Oder sitzt er wieder... Sitzt er wieder im Garten oder ist er hinten? Naja, ich habe auch hart gearbeitet, mein Freund. Was denkst du denn? So. Ah, ich kann jetzt nicht speichern, das ist ja interessant. Nabaron? Nee, war ich doch gar nicht. Ich höre. So. Womit kommst du zu mir? Ich frage mich, warum du dich überhaupt mit den Nilfgaardern eingelassen hast. Was hätte ich tun sollen? Mich ihnen entgegenstellen und als Held sterben? Ich scheiß auf den Heldentod. Scheiß tot! Willst du lieber als Verräter leben? Bald wird sich niemand mehr erinnern. Temerien gibt's nicht mehr. Und daher auch nichts mehr zu verraten. Die nilfgaardische Garnison vor Ort. Denk an die 5. Stimmt. Na und? Ja, ihr müsst mir sowas echt sagen. Ich angreife und alle vernichte, kommen bald andere. Jetzt sind knapp 12 Stunden, die Schwarzen werden das Land die wir wach und am Stream sind. Haben. Das ist so sicher wie unser eigenes Arschloch. Ich habe Nachricht von deiner Frau. Potzpestilenz, warum sagst du das nicht gleich? Wo ist sie? Warum bringst du sie nicht mit? Sie ist im Buckelsumpf. Hat Essen, ein Dach über dem Kopf, ist beschäftigt. Sah nicht so aus, als wollte sie von dort weggehen. Du solltest sie zurückbringen, nicht von ihren Lebensumständen berichten. Ich sollte sie finden. Und das habe ich. Mehr war nicht abgemacht. Du hältst mich noch immer für das Letzte. Für einen Bastard, nicht? Wenn für ich den die Rolle nicht mitkommen, dem, soll ich dann was sagen? Hier passiert ist. Nein! Mann. Deine Tochter bringe ich dir, versprochen. Ich versuch's. Was erwartest du denn von mir, dass ich die an meinen Karren binde oder was? Bin ich ehrlich? Ich halte dich schon für einen Bastard, ja? Es ist egal, was ich glaube. Und doch sehe ich deine Verachtung. Ich kenne die Welt der Hexer nicht, aber in unserer ist nichts schwarz oder weiß. Du wirst wohl einwerfen, dass es nicht nur deine Schuld ist. Na gut, ich höre mir deine Sicht der Dinge an. Na komm, rück raus jetzt mit der Sprache. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie versorgte meine Speerwunde aus der Schlacht von Angkor. Als ich genesen war, hielt ich um ihre Hand an. Sie weinte vor Freude. Bald war Tamara geboren und dann ging ich nach Zidaris. Ein Kriegsfürst hatte sich gegen König Etain erhoben und Foltest schickte Hilfe. Schlachten und Scharmützel jagten einander. Ein Leben voller Krieg. Ich war selten zu Hause und fand Trost im Trinken. So viel Trost, dass ich nicht davon lassen konnte, wenn ich daheim war. Na schön. Und dann? Ich zog von Front zu Front, von Schlacht zu Schlacht, verdiente Sold. Und Anna saß allein mit dem Kind daheim. Vielmehr nicht allein, wie ich später erfuhr. Fast 3 Jahre lang suchte sie Trost in den Armen eines Kindheitsfreundes namens Ivan. So ein Hundesohn! Verdammt, verstehst du nicht? Einen Fehltritt hätte ich ja verziehen, aber sie hat mich jahrelang betrogen. Hat sich einen Dreck um mich und meine Liebe geschert. Glauben wir das? Weißt du das? Eines Tages kam ich nach Hause. Da waren Anna und ihre Sachen weg. Ich fand einen Brief.
Sie schrieb, sie liebe mich nicht mehr und zöge mit Tamara zu diesem Wichser. Ich dachte, mir tritt ein Pferd in den Arsch. Ich zog los, um den Scheißkerl zu finden und sie wieder nach Hause zu holen. Aber als ich ihn sah, erwachte etwas Finsteres in mir. Ich schlachtete den Drecksack ab und warf ihn den Hunden zum Fraß vor. Man nennt dich also nicht grundlos den blutigen Baron. Hä? Dein Spitzname ist mir jetzt klar. Ach nein, das ist eine ganz andere Geschichte. Anna war wohl nicht gerade erbaut. Was ist dieses Geräusch dann? Das ist die größte Untertreibung aller Zeiten. Erklärt mir das mal ein. Sie wurde hysterisch, warf sich auf mich, trat und kratzte, griff sich ein Messer. Das wäre mein Ende gewesen, wäre ich nicht weggesprungen. Ich schlug sie zum ersten Mal. Ich musste sie beruhigen. Ich hatte keine Wahl. Oh, ich glaub dem gar nichts mehr, ey. Von da an ich weiß nicht, irgendwie ist der anders. Anna versuchte oft, sich und mir das Leben zu nehmen. Sie stichelte, reizte mich, verhöhnte mich. Ich sollte sie wohl wieder schlagen. Sie schrie, dass ich ihre Liebe und ihre Hoffnung zerstört hätte und sie doch gleich umbringen könnte. Wie oft entschuldigte ich mich, brachte Blumen und Geschenke mit. Es war ihr gleich. Nach 2 Jahren war ihr Zorn zu Gleichgültigkeit geworden. Manchmal durch ihre Hysterie unterbrochen, manchmal durch meine Sauferei. Ich begreife nicht, dass wir diese Jahre überlebt haben. Nun weißt du, dass nicht alles so war, wie es schien. Du hattest recht. Ihr seid beide schuld an der Lage. Wie gut, dass du das endlich siehst. Also gut. Wenn du Anna schon nicht zurückbringst, sag mir wenigstens, wie sie in dem Sumpf gelandet ist. Bullshit, ey Gott. Oh Mann. Scheiße, sage ich ihm das jetzt? Oh Gott. Ich kann sie eigentlich nicht verraten, ne? Und sie paktiert auch nicht wirklich mit denen. Es ist eigentlich auch mehr so eine Erpressungsgeschichte. Scheiße, Mann. Das klingt dann wieder so mies, ey, wenn ich jetzt sage, da hast du gar keine Wahl mehr. Doch, ich habe doch jetzt hier gerade noch eine Wahl. Aber wenn ich jetzt sage, sie paktiert, heißt das, ich unterstelle, dass sie das bewusst macht. Wenn ich aber sage, seine Frau ist nur bei dem Mumm, könnte es so aussehen. Oder könnte es halt so klingen, als wäre es tatsächlich so, wie es den Anschein macht, dass diese Mumen die erpressen oder wie auch immer benutzen. Ich weiß es nicht. Ah, scheiße. Ich will die jetzt nicht einfach so rausverraten. Deswegen, das mit dem Paktieren ist mir schon wieder so zu voreingenommen. Deine Frau ist als Dienerin bei den Mumen. Was zum Henker meinst du? Was für Mumen? Sie leben im Buckelsumpf. Ach so, so meinst du das? Ach, ich kann dann. Es gäbe immer das, was man quasi wählen muss, aber dann, oder was? Das für Schauermärchen. Scheiße. Wie ist sie da nur gelandet? Ein Biest hat sie geschnappt. Du Scheiße. Keine Ahnung, ey. Ob das stimmt? Ich habe keine Ahnung. Hm.
Ich will trotzdem mal wissen, was das ist. Sie sind nachts rausgeflohen, ritten am Wald vorbei, als ein Monster der Mumen sie angriff und Anna entführte. Ein Monster?